Senieren statt Geburtstagsfeier, so hat er es am liebsten. Und anlässlich zu seinem 70. bekommt er das auch. Ein Symposium gestern Abend in der Staatsgalerie Stuttgart zum hochtrabenden Thema Demokratische Öffentlichkeit neu denken. Vorneweg ein Impulsvortrag von niemand Geringerem als Wolfgang Schäuble. Der zitiert natürlich die von Kretschmann hochverehrte Publizistin Hannah Arendt. Menschsein gibt es Hannah Arendt zufolge nur im Plural. Ach, was für ein Hochgenuss für Kretschmann. Der Glutkern der Demokratie, das treibt mich um. Ja? Ich finde, das passt einfach. Ich meine, wenn man so einen Geburtstag feiert in einem politischen Amt, dann finde ich, sollte man auch über die Grundlagen reden, warum man überhaupt in solch ein Amt kommt. Geburtstagsparty à la Kretschmann, typisch, sagen dazu alte Parteifreunde wie Rezo Schlauch. Jeder feiert nach seinem Charakter und nach seinen Vorlieben. Ich habe das anders gefeiert, aber Kretschmann ist ja nun ein Repräsentant des Bürgerlichen und dem Bürger, was dem Bürger gebührt. Und was gebührt einem Ministerpräsident als Geburtstagsgeschenk? Wir fragen nach bei den Gästen mit überraschenden Antworten. Vielleicht schenke ich ihm so eine Gabel, um den Rücken zu kratzen. Ein Wanderführer und vorher die Gerlinde fragen, was er noch nicht hat. Eine Laubsäge. Ruhe. Nee, ein Spaziergang durch den Wald. Geschenkt wird ihm gestern Abend erstmal diese Diskussionsrunde, unter anderem mit Grünen-Chef Robert Habeck. Der sagt über das Geburtstagskind. Winfried Kretschmann ist wahrscheinlich der ungewöhnlichste Politiker in Deutschland, der ja in kein marktgängiges Schema passt. Eigentlich ist er ja überhaupt nicht zu vermarkten, der Mann. Und er twittert nicht und ist in keiner Talkshow. Also all die Kategorien, wo wir uns alle so rumbalgen, die lässt er alle links liegen. Und ich glaube, dadurch gerade gewinnt er seine Reputation. Kretschmann macht vieles anders und mit Blick auf seine Beliebtheitswerte anscheinend auch richtig. Mit 70 Ministerpräsident, für ihn birgt das Vor- und Nachteile. Vorteil ist die Lebenserfahrung. Man kann echte Probleme von steriler Aufgeregtheit besser unterscheiden. Zweitens ist es so, man muss sich nichts mehr beweisen. Ja, man hat ja keine weitere Karriere mehr vor sich. Nee, das vermutet nun wirklich keiner. Wir wünschen Kretschmann zum Geburtstag gute Gesundheit. Und Parteikumpel Habeck fügt hinzu. Er ist unbequem, wir sind auch nicht immer einer Meinung. Aber bequeme Politiker haben wir schon genug. Hoffentlich bleibt er unbequem.